Und willkommen zurück bei Let's Play Okami Den. So, wir waren jetzt gerade bei Thunder, haben das Spiel mal gespielt, nochmal so zum Abschluss, bevor wir das hier für immer und ewig hier verlassen. Oh Mann, ich will noch gar nicht. Und jetzt müssen wir halt noch einmal Ayame und Grimm suchen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wo die sind. Okay, ich habe gerade festgestellt, wenn ich weglaufe, dann sind diese Tintensachen definitiv langsamer als ich oder genauso schnell. Das war in Okami zum Beispiel anders. Da hatte man auch so ein Item, oder konnte man haben. Ah, ich glaube hier. Und, ja, da haben die Tintenpötter einen halt eingeholt. Da sind die beiden. Guess what? I made a new friend. His name is Grimm. His? He's the strongest boy I know. It's so much more fun to play with some than by yourself. Das ist ein Kerl. Ich dachte, das wäre eine Frau. Ich bin verwirrt. Okay. Egal. I'm so glad I made a friend. Everything came back to me. Including what my name means. The truth is, I'm not human. Are you kidding me? I could care less, though. I've made friends and I'll never be alone now. Definitely, your friends will be there for you, no matter what. And you'll be there for them too. Exactly. Thanks. Okay. Er ist also doch ein Kerl. Und ich finde immer noch, dass er aussieht wie eine Frau mit den Haaren. Und er heißt Grimm und er ist kein Mensch. Ich würde sagen, er ist verrückt. Um es mit anderen Worten zu sagen. Aber was soll's. So, jetzt verlassen wir Yakushi wieder. Jetzt sind wir hier fertig. Würde ich mal sagen. Bis auf diese eine Quest jetzt mit diesem Hunden da, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, weil ich weiß nicht, warum das nicht weitergegangen ist oder nicht funktioniert. Insofern probieren wir mal unsere neuen Waffen im Shinshu-Feld aus, und zwar 100 Years Ago, bitte. Sehr schön. Gut, dann probieren wir erstmal die Perlen aus. Da haben wir schon mal eine Rolle. Schauen, wie viel Schaden die jetzt machen, so. Die aufgewertet. Und dann probiere ich auch mal nochmal den Spiegel und das Schwert aus. Und dann allgemein mal schauen, was wie viel Schaden macht. Und ob sich vielleicht der Spiegel oder das Schild mehr lohnen als diese Perlen. 9. Obwohl ich Perlen ja eigentlich ganz gerne mag. Aber wenn ich jetzt wirklich merke, der Damage ist so unterschiedlich oder so anders, dann... Viel mehr ist das nicht, was ich so mache. Naja, ich schaue gleich mal bei den anderen beiden Waffen auch noch. Das kann man sowieso wahrscheinlich erst beurteilen, wenn man hier so ein bisschen... Und ich will auch mal den Kraftstreich ausprobieren. Das hat ja auch Einfluss auf die, auf diese Fertigkeiten. So... Ich weiß nicht. Ich persönlich merke den Unterschied gerade gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, ich merke den Unterschied nicht. So. Gut, dann mache ich den Kampf aber noch mit diesen Perlen jetzt zu Ende. Und dann die nächsten beiden mache ich dann Schwert und einmal mit Spiegel, genau, sowas auch. Ich brauche gar keine Dämonenteile mehr, aber ich bin da schon so reflexartig dran gewöhnt, dass ich es halt trotzdem noch raushole. Naja, was soll's. Also. Ach, ich sollte vielleicht erst, wenn ich das schon mache... No lie shall stand before this mirror. A sword made from a sacred tree. A jewel where dark and light resides. Vielleicht sind die auch gegen unterschiedliche Viecher unterschiedlich aktiv. Ich weiß es nicht.
Okay. Versuchen wir nochmal wieder den Spiegel. Mit dem haben wir jetzt schon echt lange nicht mehr gekämpft. Oh Gott, seit ewigen Parts, glaube ich. Wenn ich mir das gerade mal so überlege, ja. Okay, wir machen mal erst dich weg. Und dann machen wir dich weg. Man greift viel langsamer an. Man macht aber gar nicht schlecht Schaden, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, man merkt schon, dass man... Weiß ich noch nicht, was ich jetzt benutze. Okay, und ich mache mich auch mal eben... Den setze ich auch mal eben außer Gefecht, damit er mich nicht stören kann. So, ich finde einen Schlag bei dem Viech überzeugt durchaus mehr. So bei diesem Spiegel. Andererseits ist es halt auch... Ich glaube, der ist gerade schon kaputt gegangen. Ich mach mal Wind. Ich brauche zwar immer noch keine Dämonenteile mehr, aber was soll's. Und wir machen mal ein bisschen Regen. So ungewohnt, plötzlich wieder mit dem Spiegel zu kämpfen. Oha, der will mich anspucken mit dem Zeug. Ah, ich war schneller. Haha, ich war schneller. So. Ich weiß nicht, auf jeden Fall probiere ich gleich auch nochmal das Schwert aus. Das Fiedersword. Ich habe irgendwie gedacht, dass die Waffen jetzt ein bisschen mehr Schaden machen, aber weiß ich nicht. Ja, hier gibt es ja leider aber auch keine Angriffswerte oder sowas. Das passt auch einfach nicht zu dem Spiel. Aber deswegen kann man die Waffen auch untereinander schlecht vergleichen. Man muss es halt ausprobieren. Und dann das nehmen, bei dem man sich am wohlsten fühlt oder mit dem man meint, dass man am besten klarkommt. So. Jetzt nehmen wir mal das Schwert. Ich mache einmal so einen Kraftstreich auf die beiden. Also das Schwert macht mit Abstand am meisten... Ich hole jetzt keine Dämonenteile mehr raus. Das ist so unnötig. So. Ich glaube, das Schwert macht mit Abstand am meisten Schaden. Aber das will ich gleich nochmal an anderen Viechern ausprobieren. Ach, da sind noch mehr. Die etwas mehr aushalten als diese hier. Okay, wir müssen mal eben sein Schwert da zerschmettern. Das machen wir auch mal weg. Hilfe, was macht Chibi immer mit dem Schwert? Der wühlt damit rum. Also ich glaube, ich werde tatsächlich mal für eine Weile das Schwert anbehalten. Ich probiere es jetzt noch einmal an einem anderen Gegner aus, glaube ich. Oder, nee, probiere ich nicht. Ich gehe jetzt einfach in die Hülle rein. Ich meine, ich kann ja wie wild, während des Kampfes, soweit ich weiß, die Waffen wechseln. Deswegen ist es egal. Dann könnte ich sogar später bei den Zwischengegnern oder Endgegnern, die halt noch kommen, könnte ich halt immer noch im Kampf mal eine Waffe wechseln, wenn ich merke, dass das irgendwie, dass das gerade im Nahkampf scheiße ist oder dass sie zu wenig Schaden macht. Auf jeden Fall, ich lasse mal das Schwert angezogen jetzt erstmal. Obwohl das echt ungewohnt ist, wieder mit einem Schwert zu kämpfen. Macht halt weniger Schläge, aber machen dafür richtig viel Schaden. Und wenn ich mir das angucke, das müsste schon deutlich mehr als die Perle sein, auch wenn die Perle halt mehr Angriffe hintereinander macht, aber die sind halt alle schwächer. Den kann man auch schwerer entgehen, diesen Perlenangriffen, aber ich glaube, das Schwert lohnt sich trotzdem mehr. Ich probiere es einfach mal aus. Und höre jetzt mal auf, darüber rumzusabbeln. Also, wir gehen jetzt in die Mondhöhle. Ich habe noch einen Speicherstand, falls ich jetzt irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen hätte. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Was auch praktisch ist, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld gemacht haben. Dann kann ich noch mehr einkaufen gehen. Ist das nicht toll? Ach ja.
Vielleicht noch ein paar Divine Sakes oder so. Und noch ein bisschen mehr Tinte und ein bisschen mehr Leben. Ach ja, ich bin immer ein bisschen panisch. Kennt man von mir ja, ne? Ja, ich kämpfe so gerne gegen Zwischenbosse. Ich hab da echt immer Respekt vor den Viechern. Aber ich denke, jetzt muss ich das noch nicht unbedingt einkaufen gehen. Ich denke, da kann ich noch ein bisschen warten, weil ich glaube nicht, dass es der letzte Händler ist, dem ich jetzt begegne. Dafür sind da gibt's da einfach noch zu viele Zwischenbosse. Ich glaube nicht, dass die von einem verlangen, dass man da jetzt einmal einkauft und dann ist man bis zum Ende, muss man ausgerüstet sein. Gut, ich hab jetzt so viel Zeug dabei, das werde ich wahrscheinlich gar nicht alles verbrauchen können, aber ich bin ja immer so ein bisschen panisch. So, und jetzt gehen wir da rein. Ja, wir gehen da rein. If we go this way, we might not be able to come back. We won't be able to warp either. Are you sure you wanna go? Yes. Alright, let's go. Oh Gott, wir gehen in die Mondhöhle 100 Jahre zuvor. Hilfe. Na, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die Treppe stand hier damals anscheinend noch. Wenn ich mich richtig erinnere, war die später weg. I'm too weak. Man Poco needs food. Was? I feel so dizzy. I can't go on. Forget about me. I'm done. Sorry, Mom. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Chibi ist so stumpf. Maru. I'm so sorry, Maru. Ich bin Chibi. I ate so much, I couldn't afford to keep you. Okay, das ist gerade so unpassend mit seinen Anfällen immer. Oh! Der Boden ist weg! Wieso ist der Boden weg? Hilfe! Hilfe! Oh nein, nicht in den Kochtopf. Ich will nicht in die Suppe. Nicht in die Aua. Nicht in die Suppe. Well, well. Now we have a portly child and a pup on this soup. Weiß ich nicht, was er gesagt hat. I can get a friendishly good soap stuck out of... Oh, der labert so schnell. I'll turn the simple fish soup into a most devilish broth. Broth. Oder so. Now, I'll just heat up the soup till the meat melts off their bones. Nein. Ich möchte mein Fleisch gern auf den Knochen behalten. The soup? Burp. Wow, that hit the spot. Grrr! You drank all of my soup. You'll have to give me the recipe for the soup. It was divine. Thanks for the sample. You idiot! You know what happens now. I chop you up and make a new soup. Probier's nur. Ich mach dich fertig. Ich mach dich so fertig. Aber wahrscheinlich eher im nächsten Part sehe ich gerade. Ja. Das mache ich im nächsten Part, sonst muss ich den gleich mitten im Kampf abbrechen und da habe ich keine Lust drauf. Und es ist ja nur ein paar Sekunden eher, irgendwie so 30 Sekunden vorher abgebrochen. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!